Ja, meine Lieben, meine Herren, meine Damen, meine Zuschauerinnen und alle, die aus einer anderen Dimension kommen. Heute schauen wir uns ein bisschen dieses Thema an mit Wetten, dass und wir gehen zwei Aspekte an und zwar analysieren wir hier Wetten, dass und natürlich die Aussagen von anderen YouTubern, angeblich Sharon David, dass sie Thomas Gottschalk zerstört hätte. Ich springe zu diesenjenigen Szenarien und ja, Hallo, liebe Zuschauer. schießen wir mal, würde ich mal gleich los. Danke, liebes ZDF, dass Sie das Video zur Verfügung gestellt haben. Aber wenn dann Zuschauer in Deutschland Platten pressen. So, jetzt schauen wir mal hin. Weil das müssen wir mal überspringen hier. Da singen sie noch alle. Jetzt kommt, was kommt jetzt da? Irgendwann, wann kommt diese, genau, Take That, die ausgelutschte Band? Ich glaube, wir hängen noch ein bisschen ein paar andere noch, oder? Also angenehm ist. Da hat man was. Als überhaupt keine hübsche Frau, die Sharon David, genauso wie Helene Fischer, weil das so gemalt ist, ne? Ich habe die ohne Schminke mal sehen dürfen. Boah, das ist ganz normal. Also das ist wirklich, wenn die Schminke nicht hätte, die würde dann nur gemobbt werden, zumindest in meiner Schule. Ne? Also, ne? Aber ja, mein Gott. Make-up kostet ja für die nichts. Die kriegen das noch gezahlt, die kriegen auch Gelder, die werben damit, also die werden dann dafür finanziert, gezahlt. Hat ja Alicia Keys schon selbst mal im Interview gesagt, dass Make-up-Firmen Haufen Geld den Frauen zahlen, damit sie halt Make-up drauf auftragen und Ende, aber naja. Also wenn eine Frau sich so viel Botox-Make-up drauf tut, dann ist sie keine hübsche Frau. Definitiv nicht. Oh Mann. Aber ich darf das ja sagen, weil ich bin ja ein selbstbewusster, super hässlicher Clown-Gesicht-Motherfucker-Sprung. Ich liebe es, wenn die Leute das zu mir sagen und deswegen kann ich das sagen. Ne? Ich bin kein Brad Pitt. Ne? Hab ich Vorteile. Ne? Wenn ich, wieder der eine, der hat Fettshaming gibt es und was ich so gegen Gesichtshaming oder so irgendwas, die erfunden haben. Und ich so, I don't care. Mensch, mir auch nicht. Wir wollen euch eh umziehen, habt ihr gesagt. So ist es. Wir machen. Ja, gib uns einen kleinen Moment und dann sind wir gleich wieder bei dir. Jetzt zieht euch um. Ich habe so viele Fragen an die beiden Damen. Sie kommen wieder. Aber ich muss jetzt erstmal mit dem jungen Zuckerwatte basteln. Ihr zahlt euch umziehen. Kann man damit theoretisch sitzen? Ja, aber man könnte schon. Ich könnte schon sitzen, aber wir haben gedacht, wir geben dir noch ein bisschen Zeit, um mit deinen Gästen zu plaudern. Deswegen. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Ja, also im Endeffekt finde ich, müssten sie sich jetzt nicht umziehen. Könnt ihr auch so haben. Ne? Also die sind ganz normal bekleidet, ist jetzt nicht irgendwie so nackt oder so. Ist alles so weit verdeckt. Also da haben sie politisch korrekt, glaube ich, gehandelt. Ne? Aber natürlich, wenn die geschwitzt haben drin, wegen dem Schweiß, ist es unangenehm. Ne? Deswegen kann man sagen, ja, man macht sich frisch, dann ist es natürlich vernünftig. Sollten Männer auch tun. Ne, ey, wirklich, bist du so sicher? No, ich riech nichts. Oh, ich riech doch. Ach, scheiß drauf, ich bin ein Mann, bei mir wird's toleriert. Shirin und Helene sind bald bei mir auf der Couch. Jetzt machen wir erstmal Zuckerwatte. So, ich mache Zuckerwatte, Zucker müssen die halt weg, ne, weil nicht genug Geld da war. Ihr müsst weg, ey, wir müssen wirklich weg. Unsere Frauen haben es gerufen. Das ist der beste Ausrede ever. Und es klappt immer wieder. Hey, meine Frau hat mich angerufen. Ich habe zwar nur 5 Millionen bekommen von euch, Thomas Gottschalk, aber es hätten 10 Millionen sein sollen, um in der Sendung zu bleiben. Hä? Aber das ist eigentlich, was er wirklich sagen wollte. Aber meine Frau hat gesagt, für 5 Millionen, Schatz, sofort zu mir wieder. Ne? Und das ist das, was ich wirklich sagen wollte. Ne? Aber mein Gott, so wird halt gelogen, die zweite, dritte Wahrheit gegeben. Das mögen doch die Leute. Die Luziferianer mögen das halt nicht, zu Hashem zu dienen, weil dann müssten sie sich fast selbst gegenseitig umbringen. So Arschlöcher sind die meisten Leute, dass sie so verlogen sind ohne Ende. Ne? Aber wo ist das halt eben? Ne?
Wenn du halt eben die Hardcore-Wahrheit sagst, dann erlebst du immer das, was ich erlebt habe. Und dann fragen die sich ja, wieso macht ihm das nicht zu Hause? Pff, Alter, ich war in der höheren Sphäre. Deswegen, wenn ich genau wie die anderen Menschen wäre und nicht in der höheren Sphäre gewesen, hätte mir das bestimmt was ausgemacht. Ne? Aber so, bitte schickt mich nicht zurück. Ich habe die gefleht, bitte. Und dann haben die mich beatmet. Bitte nicht, ich will nicht zu dieser Erde zurück. Ich will bei euch bleiben. Aber leider nein, du hast noch eine Aufgabe. Du musst noch die Welt retten, ne? Von wegen. So, schauen wir mal. Wenn wir überspringen. Okay, da kommen sie jetzt da, oder? Ja. Nee, da kommt das andere. Ach, die anderen, jetzt mal schauen, wo die sind. Ach, kommt schon, Leute. Wo sind jetzt die Schirin? Brauchen doch nicht so lange, oder? Duschen alles. Naja, das war auch ein Witz mit diesen. Die Leute sind noch nicht zu ihm gekommen, weil er kein Geld gezahlt hat. Das haben die extra mit Greenscreen noch gemacht. Im Hintergrund. Ich bearbeite Videos. Ich weiß, wie man das mit Hintergrund macht. Lieber Shiva, Alter. Dann glauben die Leute das, ah ja, ich hab, ja, die haben extra Aufkunft für dich, boah, Respekt, boah, ey, das ist schon, boah, du kostenlos kennen sie dich, ach, von wegen. Alles Bullshit. Da kennt keiner irgendeinen kostenlos. Keiner macht eine Zusammenarbeit freiwillig, das ist nur Geld. Also die Leute da nicht drauf kommen. Wenn die mich einladen würden, irgendwann mal irgendein berühmter YouTuber macht mich berühmt. Und er hat 20 Millionen Abonnenten oder 100. Der lädt mich ein. Da sage ich zu dem, Alter, ich komme kostenlos, bezahl mir nur die Fahrtkosten, weil du in Berlin lebst oder so. That's it. Alles transparent, das zahlst du mir, fertig. Und zwar nur die Fahrtkosten. Trinken und Essen nicht vergessen, weil ich bin immer so, ich esse so gerne wie Obelix. Deswegen wiege ich 100 Kilo. Für 1,92 angeblich, oder ich bin 96, muss ich doch mal messen. Und ja, und nicht so wie die anderen. Ne? Schauen wir mal, wo sind denn die? Wo sind die jetzt? Das muss ich so organisieren, wenn ich eine Abendfreundin zu meiner Nähe. Also küssen ist ganz normal. Bei uns im Polen wird linke Backe, rechte Backe und nochmal linke Backe. Und wenn man Pech hat und die Cousine einen mag, dann kommt auch auf den Mund. Im Mund ist aber nicht so schlimm, wenn die Cousine, wenn es dunkel macht, dann ging gar nicht gut. Aber küssen ist ganz normal. Das ist halt bei uns in Polen normal, das ist da sozusagen diese, ja, symbolische, ich mag dich, ne? Ich hab dich lieb, ne? Aber ich hab da immer, ne, Tante, Onkel, nein, Cousine, nein, Cousin, auch nicht, ne, weil ich bin da ganz anders, ich halt nichts davon, ne? Ich bin da knack. Wenn wir Shirin neben mich setzen, haben wir ja geradezu eine Symphonie. Warte mal, war das anders geplant? Ich muss das Du leider möchtest du umbauen. nicht. Ich möchte zwar neben dir sitzen, aber farblich kann ich es gar nicht anders machen. Hallo, Erst. Ja, okay, das war gar nicht mal so schlecht argumentiert, farblich, ja, können wir es nicht anders machen. Also spricht nichts sich dagegen aus. So. Hallöchen, Abend, guten Abend. Shirin, hast du gedacht, dass du mal neben mir sitzen würdest? Ja. Also, sie hat ihn nicht zerstört mit der Antwort. Ganz normale Frage, ganz normale Antwort, ja. Ne, als ob sie nicht neben ihm sitzen wolle oder sitzen würde. Also ganz normal, ne, ganz klar, wenn man Geld hat und eine gewisse Persönlichkeit ist und dann das Label sagt: Ey, pass auf, wir können dir anbieten, dann bei Wetten, dass aufzutreten, Schirin, das ist die letzte Sendung. Du kriegst so und so viel Geld für deinen Auftritt. Mit Helene Fischer haben wir schon besprochen und so. So ungefähr klingen die Gespräche tatsächlich bei den Labels. Und so und so viel würdest du bekommen. Machst ein bisschen Promotion für noch die Single. Helene haben wir schon. Ne? Und dann ruft sie. Meistens sind Plattenlabels so, dass sie sich gegenseitig anrufen. Dann wird sich getroffen im Studio. Manchmal richtig coole Sache, finde ich. Und dann wird darüber geredet. Hey, wie sieht's aus, ihr beiden? Ne? Das sieht so aus, das wäre das Angebot von CDF, dafür würdest ihr so beide so und so viel Geld bekommen.
wenn die das auch mit dem Boot nehmen, die gleich bezahlen. Es könnte aber auch sein, die sagen, nee, Shirin, du kriegst so viel, Helene ist da länger dabei, du kriegst so viel. Also je nachdem, wie das Plattenlabel halt das Gespräch führt. Und dann wird halt eingeladen. Und dann wird ein bisschen Werbung gemacht, ne? Und so funktioniert das in Wirklichkeit, ja. Schon, ja. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ja. Wir sind ja gemeinsam Dieter Bohlen-Fans. Große Dieter. Shoutout Dieter. Helene, es ja. ist ja der Trend, dass sich etablierte Künstler mit jungen Künstlern gemeinsam neu erfinden. Ich denke da an Elton John, an meinen alten Buddy Elton John, der mit Britney Spears Tiny Dancer nochmal aufgenommen hat. War das für dich eine ähnliche Idee, als du Shirin gefragt hast, möchtest du mit mir atemlos singen? Ich muss ja sagen, ich habe ja Helene fast schon belästigt, damit diesen Remix mit ihr zu machen. Und für mich ist es eine riesengroße Ehre. Also das, was sie jetzt reden im Endeffekt, das ist ein Skript. Die können selber nicht reden, so wie ich reden kann. Das ist auch nicht gerne gewünscht in Plattenlabeln, das muss man auch ganz klar sagen. Die haben ihren eigenen Kopf nicht, das haben die nicht, das sind die Luzifianer, das ist dieses, was, Atombombe. Kopfschuss, ne, ungefähr. Können Sie sich das vorstellen? Das ist sehr schlimm. Ich habe es selbst erlebt. Deswegen hat der Typ mir gesagt von der Band, also wenn der Andy Brepper wäre oder Sänger, der dürfte keinen Plattenvertrag bekommen. Und wenn hoffentlich wird er nicht berühmt, weil der so das ganze Universum verändern. Das ganze Universum stürzt sein. Was ist das denn? Ja, bei dir, da ist kein Filter. Du hältst dich nicht an das Gesetz. Du sagst, fuck you, Plattenfirma, und du würdest dein eigenes Ding machen. Ne? Ja. Also wenn ich selbst ein Typ, er hat gesagt, er ist bei der Mafia, so wirklich, und wir würden dich nicht mal von der Mafia nehmen. Wieso? Ja, du würdest die Leute quälen mit Spaghetti. Was würden wir, wie macht der das? Die Leute würden alle, die gequält werden, von mir tatsächlich die Wahrheit dann sagen. Und die würden auch überleben. Das ist ja Wahnsinn. Wie geht das? Also selbst die Mafia hat Angst. Also man muss diese Gabe haben. Das haben die nicht. Nein, ist alles nur gescriptet. Das ist so traurig einfach, dass man das nicht erkennt, dass die Leute das nicht wissen. Wahnsinn. Gibt's doch nicht. Diesen Song mit ihr teilen zu dürfen und dass sie mir auch diese Bühne schenkt und gibt. Und also das ist Quatsch, ne? Also die Shirin, die hat in Wirklichkeit, oder so, die Shirin hat einfach eine Anfrage gemacht mit den Fischer und Plattenlabel im Endeffekt, weil selber macht sie es nicht. Die haben gar nichts zu melden, in den meisten Fällen, die Sängerin oder Sänger. Und dann wird ein Plattenlabel informiert, ey, wir haben eine Idee. Und dann die Idee, hey, lohnt sich das? Geldlich gesehen kommt der Umsatz. Dann werden die Marketingleute informiert und versammelt man sich. Das ist so ein Roundtable-Tisch, sehr coole Sache. Ich habe das erlebt, war richtig geil. Also, hey, lohnt sich das? Macht das Sinn? Die ist jung, ja, schau mal, ja, so Gemeinde, wollen wir ein bisschen mitnehmen, ein bisschen Kohle machen? Welchen Nutzen haben wir? Welche Vermarktung? Macht sie das mit? Ja, dann wird halt eingelenkt und wird halt manipuliert. Ja, Shirin, schau mal, wir haben jetzt mit Helene gesprochen, wir könnten so und so, so. Und also so funktioniert das in Wirklichkeit. Aber naja, ich will jetzt die ganzen Sachen hier nicht hier rausplaudern, weil es macht ja sowieso keinen Sinn. Die meisten Leute checken es sowieso nicht. Ne? Ich will auch nicht negativ in diesem Thema für sie jetzt hier so liegen lassen, aber es ist halt, wie es ist. Und es ist sehr schade, dass hier nur Scheiße von den Künstlern gelabert wird und dass die Leute das nicht sehen. Das ist, ja, ich fand scheiße. Das ist für mich ist es unehrlich. Ja. Glauben Sie einem Künstler niemals, der ist der in der Öffentlichkeit, der wird immer politisch korrekt Scheiße labern. Wenn er es mal nicht macht, dann ist er raus. Wenn er macht wie Will Smith so einen Backpfeifer an Chris Rock, dann ist er draußen. Ne? Will Smith, haben wir Ergebnis gesehen, wenn man mal außerhalb der Matrix reagiert, nicht nach dem Schema, dann jetzt ist er nicht mal bei den Oscars eingeladen. Ja? Und er hat Haufen Probleme mit Geld verdienen, weil jetzt ist er von vielen Firmen gekündigt worden. So viel dazu, als Beweis für Sie, dass das, was ich sage, auch nachvollziehbar ist. Und ich finde es einfach so toll, dass wir in Deutschland so großartiges Frauenwerk auf die Beine stellen können. Und für mich, das ist ja so ein Traum, der in Erfüllung geht. Deswegen, danke. Ja, ich habe schon so. Leute klatschen, ja, das ist so schön, aber im Hintergrund sieht der Zuschauer im Fernseher das nicht.
Das ist immer so eine Tafel, ja, haben schon vorher alles abgefilmt. Und die Tafel geht dann raus bei gewissen Stichwörtern. Dann heißt es Klatschen. Ja. Ich habe das nie gemacht. Ich habe damals in der Sendung, da war ich ganz hinten, ohne Bedeutung. Aber ich habe da nicht, ich habe dann, ja, dann habe ich es angeschaut, ich klatschte nicht. Und ich so, warum sollte ich das machen? Ich bin nicht deren Meinung. Oh, geil. Eine ganz frische und tolle neue Version geworden. Und ich muss sagen, Shirin hat sich so reingekniet und hat... Ja, ja, haben wir gesehen, an der Nase. Mein Zeichen heißt Lügen. Ja. Oh Mann, geil. Moment, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, mal, komm. Dann kommen wir... Ich wollte eigentlich Thomas analysieren, sorry, aber das ist so lustig. Dann habe ich mir gedacht, ich analysiere alles. Ah, geil. Oh, ich mag das. Ich mag das, wenn Menschen, gerade bei Frauen, so lügen. Oh, ein Genuss. Ein Genuss. Ja. Ich muss aber aufpassen natürlich, weil manchmal ziehe ich die Leute auf, privat auch. Und dann greifen mich Leute körperlich an. Ich so, Alter, Alter, ne? Ja, die Leute sind sehr aggressiv, wenn man ihre Lügen erkennt. Enttarnt. Aber wenn jemand die Lügen nicht, also wenn jemand sagt, du hast die Lüge nicht erkannt, dann warum greift er dich dann an? Dann greift er dich auch nicht an. Wenn er meint, ja, nee, nee, alles in Ordnung, das ist nur deine Meinung, ja, dann greift er dich auch nicht an. Ja, so wie gesagt, das ein Mädchen sagte, das 5-jährige Mädchen sagte, wenn es dir egal ist, Andreas, dann würdest du darüber nicht reden. Ja, das Mädchen habe ich gesagt, das hat recht. Wirklich nach den richtigen Worten gesucht. Das hat mehrere Runden, wir haben uns ausgetauscht und wir haben echt gefeilt an den richtigen Worten. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr happy. Ich meine, es ist 10 Jahre jetzt her, seit Atemlos. Und ich kann mich gut daran erinnern. Es war 110 Wochen in den Charts und war nie auf der Nummer 1. Ich gehe davon aus, jetzt haus auf. Schau mal. Leute, ja. Klingt Atemlos. Ja. Müssen hier Lena alles die 1 bringen. Ja. Geht jetzt auf alle Plattformen. Ich hab noch nie so gelacht. Ich hab noch nie so geile Komödie und Kabarett gesehen gelacht. Oh Gott. Oh Mann. Was ich ja nie gedacht hätte, Shirin, aber man sagt mir, du bist ein Opernfan. Ich war ja mal ich bin immer noch im Board of Trustees in der LA Opera. Was für Opern magst du gerne, dass du ein Opernfan bist, wenn ich dir nicht nehme? Warum nicht? Ich weiß auch nicht, ich bin, du weißt. Ja, ganz normale Frage, hätte ich die nie angesehen. Ja klar, das ist eine ganz normale Frage und ist legitim. Dadurch zerstört jetzt Shirin den Thomas nicht und der Thomas auch nicht Shirin nicht, weil also es ist halt wirklich so, die Jugend hört sowas nicht. Wenn ich meinen Leuten, die in 70er Jahren, 80er Jahren, 80er Baujahr sind, also 81, 82 und nicht diesen Leuten erzähle, meine Leute, also, ich höre gerne Opern. Glauben mir kein Wort. Spätestens dann, wenn die sagen, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Und ich so, das ist Mozart. Sinfonie, Leute, Mozart. Und ich höre das mit Kopfhörern, die hören das trotzdem. Klassik ist so, ich höre das immer sehr laut. Und dann sagen die, Alter, jetzt kommt mit dem Scheiß nicht. Kann doch nicht sein. Aber ich finde Klassik einfach richtig schöne Melodien und beruhigend, weil... Wenn du einschlafen willst oder wenn du damit arbeiten willst zum Beispiel, du entspannen willst oder was lernen willst, immer Klassik machen, immer Mozart, Beethoven und es gibt auch Opern, auch ganz richtig schön entspannen. Ne? Weil das ist die Melodie, dafür war sie ja auch gedacht und viele haben ja vergessen, dass die ganzen Schriftsteller damals mit dieser Musik entspannt haben. Ne? Also wenn sie die Möglichkeit hatten, Mozart oder Beethoven und so weiter zu hören, vor allem Klassik zu hören, dann haben die entspannt. Eine ganz einfache Sache. Und
Mein Vater und ich, wenn wir unterwegs sind oder irgendwo hinfahren, dann hören wir Klassik. Ne? Und meine Mutter, oh, das kann doch nicht sein. Ja, doch. ne? Und es macht einfach Spaß, mal einfach, wenn ihr eine längere Autofahrt habt, Klassikmusik zu hören. Das ist wirklich entspannt. Ne? Aber nicht zu sehr entspannt, weil wenn man zu sehr entspannt, kann es sein, ups, shit, ich hatte doch Vorwart. Ne? Also normalerweise... sollte das nicht passieren, also dass man sich so jetzt so vertiefte Klassikmusik, dass man einschläft, aber könnte passieren. Ja. Tja, hätte ich auch die Feministin nicht angesehen. Warum denn nicht? Ja, genauso mal eine Frage, die nicht Feministin angesehen. Was ist halt die Definition vom Feminismus? Was ist das eigentlich, ne? Das ist halt hier die Frage, weil jede Frau sieht das anders. Und viele Frauen sehen das so und eine Frau sieht das so. Und meine Tante sieht das so, ne? Sagt sich das und das, sieht sie als Feminismus an, das andere wiederum nicht, ne? Ja. Weil ich gut aussehe? Nee. Nein, Mädel, das tust du nicht. Du viel Make-up. Schlimmer, können wir nicht sagen. Nein, du hast genauso viel, so viel Make-up auf wie eine... Nutte, wie eine richtige Hobbyhure oder wie eine Prostituierte. Boah, ich kann das Fachwort dafür nicht aussprechen, wirklich. Ne? Wenn man wirklich also so drauf gebuddelt, boah, nee. Vor allem, ich kenne von früher Sharon David und da war sie noch nicht so drauf. Ne? Da hatte nicht diese Verträge, da war sie ganz normal. Weil du gut aussiehst, sie auch gut aus. Naja, aber wir machen ja nicht mal alle. Du bist kein Feminist, wie schade. Du bist kein Feminist. Ich bin ein Feminist, natürlich. Also ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Ja, wenn Alicia Keys da wäre, die ohne Make-up richtig geil aussieht, die Alicia Keys, ja, dann wird's glauben, dann hast du mich gekauft, fast, ich bin da ganz, ganz, ganz krasser Typ, dann hast du fast, aber so, nee, nicht bei der Schirr, nicht bei Helene Fischer, nee, no way, ja. Ich darf mir das erlauben, weil ich einer der laut alle Leute, die mich kennengelernt haben, ich bin der Schlimmste, das pure Böse, der Hässlichste im Universum. Ich so, yes. Und weil du der Hässlichste bist, hast du das Sonderrecht erst recht. Super Sonderrechte. Gut, dass ich nicht wie Brad Pitt aussehe. Die hübschen Menschen, die müssen immer darauf achten, was sie sagen. Das eine schließt das andere nicht aus. Nein, da hast du völlig recht. Hab ich auch nie behauptet. Und zu deiner Frage zurück. Mein Lieblingskomponist ist Johann Strauss. Ist der für mich, der, auch wenn es jetzt kein deutscher Komponist ist, Österreicher, ist für mich das der beste deutschsprachige Komponist, den wir jemals hatten. Die Fledermaus ist meine Lieblingsoperette. Ja. Was ist denn deine Lieblingsoper? Naja, ich war... Das ist das nicht von ihr. Das ist alles so gekünstelt. Never ever hat sie das so einfach so zack. Never ever, glaube ich nicht. Das ist alles Show. 100 Pro. Ich habe junge Frauen nie so erlebt. Never ever. Die können noch so schlau sein, die antworten nie so. Sehr, sehr selten erlebe ich, dass junge Frauen so antworten. Okay, im Judentum ist das anders. Jüdische Frauen sind super intelligent. Wir sind anders, weil die Juden generell super intelligent sind. Auch die jüdischen Männer super sind schlau. Aber wir sind die Auserwählten. Wir sind die erstgeborenen Leute. Das ist halt so. Das ist Gesetz. Da kann ich nichts dafür. Aber normalerweise habe ich nie erlebt. Niemals. Und ich habe mit schon vielen Frauen zu tun gehabt, mit vielen Frauen gearbeitet, nicht wirklich viele Frauen kennenlernen dürfen. Und das war nicht so. Aber geil, einfach geil. Einfach Hammer. Fernseher wieder mal die Illusion geben dem Zuschauer. Jawohl, Thomas wurde von den Sphären zerstört. Hier, knallhart Fazit, überhaupt nicht. Ich war ja lange ein Fan von der Zauberflöte, bin aber jetzt ummarschiert auf Hochzeit des Figaro. Ah ja, kannst du den singen? Kannst du den Figaro? Kommt du da, ich farfalle ohne Amoroso. Notte giorno, notte giorno, notte giorno. Hey! Notte giorno, notte giorno. Das war der letzte Sänger. Im Gegenteil, wenn hat Thomas Gottschalk Schieren fertig gemacht, indem er das gesungen hat, indem er nachgewiesen hat, dass er das kennt.
ne? Falls das nicht von irgendjemand anders schon vorher eingeprobt wurde, ich glaube dem Fernseher nicht mehr. Ich habe im Fernseher zu viel Negatives, zu viel im Backstage erlebt. Ich glaube dem alles nicht. Bei mir ist wirklich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, ich bin wirklich so wie Sie, ich bin auf dem Kanal, wenn Sie mich privat treffen, bin ich genau das Gleiche. Ich bin immer das Gleiche, wirklich, wirklich, ne? Wirklich. Das haben sehr viele Arbeitgeber auch gemerkt, ne? Ja, irgendwann war ich im Vorstellungsgespräch und dann sage ich, was? Sie wollen mir nur 9 Euro zahlen? Na, wo gehen Sie hin? Nicht nach Hause. Wenn Sie mir 9 Euro zahlen wollen, dann kann ich ja gleich zu Hause bleiben. Bürgergeld, da kriege ich ja mehr. Wenn Sie mir 16 Euro zahlen, dann sieht es was anderes. Ne? Das ist logisch, das sollte man machen, jeder, jeder Maurer. Maurer kriegt dann, weiß ich, der kriegt dann 11 Euro oder so, das ist doch nichts. Oder 12 Euro. Ja, da sage ich, Thomas Ron, hast du das gemacht? Nö, ich bin doch Maurer, Andi. Ich brauche doch 18, 19 Euro. Ich sag, ja, Thomas, hast du richtig gemacht, ne? Und er ist älter wie ich, der ist 45. Ne? Das ist nichts, das ist ordentlich. Zahlt eure Leute anständig, dann gibt ihr ja keinen Fachkräftemangel. Ne? Weil anständig muss man bezahlen, dann kriegt man auch ein anständiges Produkt. Wenn ich irgendeinen anständigen Fernseher kaufe, dann soll ich tue ich ja auch was Anständiges, ja, dafür bezahlen, damit ich ein gescheites Gerät bekomme. Also wirklich, wie beim Auto. Und das muss ja auch irgendwo hin, ne? Dass diese ganzen Technik, Arbeit muss halt richtig entlohnt werden. Und dann gibt es auch weniger Fachkräftemangel. So. Ja, ich habe auch Musik schon gesungen. Das hast du, und zwar fantastisch, ja. My Fair Lady haben wir gemacht. My Fair Lady. Ja. Wer war ich denn? Dr. Doolittle? Ja, genau. Ja. Ich war Eliza. Ja. Ich war deine Eliza. Wir haben gemeinsam bereits gesungen, da warst du noch ein Kind. Ja. Ja. Ich war fertig gemacht. Oh, schön, du warst nur ein kleines Kind, hast nichts zu melden gehabt. Ganz ist nicht so lange her. Lass mich doch labern hier. Jetzt haben wir die Frauenquote ein bisschen hier. Wir sind im Gleichgewicht, glaube ich, 2, 4. Mehr als Gleichgewicht, oder? Moment mal. 1, 2, 3, 4. Ja gut, 4 Männer, 1, 2, 3, 4 Frauen. Basto. Ah, der Quote erfüllt. Die mit der Quote, ey. Das gibt's bei uns Juden nicht, oder? Haben wir ein bisschen Zeit. Gibt's bei uns Juden nicht. Ein Quatsch. Ja? Die Frauen, jüdische Frauen, um Gottes Willen. Jüdische Frauen sind wunderschön, die hauen dir, bach, was ist das, was, nochmal einer dir, was, mit deiner Scheißquote, du sollst hier Mann sein, okay, das ist bei jüdischen Frauen Hammer, ne, eine jüdische Frau zum Beispiel sieht, dass du halt einen gewissen Charakter hast oder das und das hast, und du findest nirgendwo eine Frau, dann denkst du, die jüdische Frau, dann finden die jüdische Frauen auf, und Frauen dann, findest du, und dann merkst du, ja, warum? Und dann sagt sie, naja, du redest ab und zu mal zu viel oder das, aber das ist nicht so schlimm, dafür hast du das und das. Ne? Und das ist halt genau wie in der Tanach drin steht. Du kannst nicht perfekt sein, du bist nur ein Mensch. Ne? Du hast halt Fehler und dann dieses, der hat das Positive und der hat das. Das sind seine Schwächen und das sind seine Stärken. That's the life, das ist Biologie. Und dann nimmt man den Menschen, wie er ist, und macht das Beste draus. Weil die Großeltern und die Urgroßeltern waren tausende Jahre verheiratet, überspitzt gesagt, und waren auch nicht perfekt und hat funktioniert. Also wirklich. Du, ich glaube, wir sind safe. Wir sind safe. Ja. Bis hierhin das Jahr. Einer war ganz alleine hier auf weiter Flur. Erzähl mir ein bisschen was von dir, Shirin. Ich bin ja neu im Geschäft, in deinem Geschäft zumindest. Ja, du hast ja mal gesagt, Influencer gehören nicht auf deine Couch, und ich muss sagen, das ist sehr gemütlich hier. Ja, das war gut, dann guter Spruch, ne? Sehr guter Spruch. Ob sie es dann gesagt, weiß man nicht. Also ich traue den Medien nicht. Aber guter Spruch, deswegen hat sie nicht fertig gemacht. Der hat es tatsächlich mal gesagt, der Thomas Gottschalk hat mich ein bisschen schlau gemacht, aber natürlich mit einem Background, das werde ich auch hier nochmal erwähnen. Influencer generell, also das Wort wird falsch auch vertrieben, das kann ich Ihnen gleich erklären. Influencer bedeutet im Endeffekt jemand, der eine gewisse Breite und Spektrum hat, einen gewissen Einfluss.
ich weiß nicht, warum man das Englische verwendet, vielleicht, okay, ich weiß es doch, es ist kurz, aber jemand, der einen gewissen Einfluss hat. Gab es Influencer schon früher, es gab Eddie Murphy war ein großer Influencer in den 80er Jahren, Prince war großer in den 80er, 70er, 80er Jahren Influencer, Michael Jackson war 80er, 90er Jahren ein großer Influencer und dann gab es halt die Offline-Influencer und irgendwann waren jetzt die digitalen Influencer. Offline bedeutet halt eben, ohne die neuen Medien wie Twitter und Facebook und so weiter und Instagram. Das bedeutet also mit den alten Medien noch, durch das Fernsehen, durch das Radio. Und das waren die Offline, weil es nicht über Internet ging, deswegen nennt man das Offline. Und jetzt die Online-Influencer sind wie Sharon David, die halt über das Instagram, Twitter und Facebook und was auch ich schlag mich tot, was es alles noch gibt, machen. Ich habe nicht gesagt, dass Influencer, nein, Moment, das gibt mir die Chance, ein Irrtum. Ich habe Influencer nicht verstanden bis jetzt. Verstehst du sie jetzt? Nö. Geil. Da habe ich dich nochmal eine Watschen gegeben. Geil. Oh, ist das schön. Ich mag Thomas Gottschalk. Der ist ein Lausebub. Da habe ich nicht so einen Lausebub wie ich. Na, ich, ja. Oh, ich wäre so gemein. Ich glaube, ich hätte nur eine Sendung. Und danach hätten alle, die Zuschauer alle würden weinen. Bei mir würden alle weinen. Bitte, nimm dieses Arschloch raus aus dieser Sendung. Er hat uns alle vernichtet. Und vernichtet uns weiter. Und wir sind schon tot und er macht weiter. Oh, ist das schön, ja. Aber es macht dann mal Spaß. Weil die Menschen sich so für wichtig halten. Und der Mensch ist überhaupt nicht so wichtig, wie wir meinen. Ach ja, leider ist es so, man kann leider diese Nahtoderfahrung und diese Vision, die ich habe, kann man leider nicht übertragen auf den Menschen. Sonst würde ich das gerne machen, hier kostenlos sogar. Müssten wir mal einen Euro zahlen. Einfach so hier kostenlos und dann werden die Menschen auch, wenn sie sich im Positiv verändern und sich nicht immer so ernst nehmen und die Nase nicht immer nach oben halten. So. Das sind Menschen, die anderen sozusagen ihr Leben ja ein bisschen in die Hand geben. Also wenn ich sehe, dass manche Nein, das hatten wir vorher erklärt. Leben nicht unbedingt die Hand. Weil man kann ja seine Vorbilder haben. Derjenige, also wenn sie ein Vorbild haben, können sie von demjenigen ein Vorbild nehmen, wie Bruce Springsteen oder Brian Adams oder Rod Stewart. Oder auch nicht. Ne? Menschen leben das Leben anderer mit, wie sie influenzen. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar, schwer nachvollziehbar. Bei Bastian weiß ich, der Mann spielt gut Fußball, bei ihr weiß ich, sie spielt toll Tennis, bei Helene weiß ich, sie singt schön, aber bei manchen Influencern weiß ich nicht, warum. Aber weil Leute vielleicht dazu auch sehr relaten können. Relaten heißt, dass man sich dazu verbunden fühlt, so ganz normale Dinge mit, gerne Thomas, dass man ganz normale Dinge miteinander teilen kann. Und ich glaube, es braucht nicht immer so große Talente wie hier auf der Couch, dass man sich auch... jetzt hat sie die anderen Talente ein bisschen... Ne? Das war jetzt lustig. Naja, ihr da Großen, ihr seid jetzt nicht unbedingt nötig, um... Ne? Halt! Würde ich sagen, halt! Hast du mich gerade beleidigt? Nicht ein großer Schauspieler werden, ne? Ah, gut. Jemanden verbunden fühlen kann, dass man sich auch... Wenn man einen Pickel auf der Nase hat, sagt man, der hat auch einen Pickel auf der Nase, ich will nicht. Ja, natürlich, das lässt sich... Ja, wie gesagt, das haben wir ein bisschen falsch verstanden. Schirin hat das auch falsch jetzt auch erklärt, aber auch egal. Ja. Also wie gesagt, Influencer sind Persönlichkeiten, die einen gewissen Spektrum von Einfluss haben in der Öffentlichkeit und dann halt gewisse Sachen vertreiben wie Klamotten oder Verhaltensmuster, aber muss ich mir jetzt nicht annehmen. Also ich habe immer das Lachen von Eddie Murphy gerne mitgenommen, also immer zu lachen oder zu lächeln. Wenn mich jemand fragt, warum lachst du über fast jeden Scheiße, sage ich, naja, weil Eddie Murphy mich immer zu lachen gebracht hat. Was, aber du bist doch weiß, so schaust du dir Filme an von Schwarzen, ne? Von Afrikanern und so, von Afroamerikanern, warum nicht? Ich finde das cool, ich finde einfach die Black Community einfach hammergeil. Ihre Filme sind gefallen mir einfach, die haben sehr hübsche Frauen, und die haben auch gut aussehende Männer, ne? Richtig mit Charakter und Sympathie. Oh. Also von daher, warum soll ich das nicht machen? Also wirklich. Und mir gefallen auch Indianer. Indianer finde ich voll cool. Das ist halt einfach so.
dich besser fühlen, weil du halt, wir sind so perfekt angezogen, wir haben das perfekte Make-up hier alle drauf. Nein, Leute. Doch, ich habe hier einen Pickel, einen ganz großen, und es ist halt wichtig, das auch zu teilen. Deine Follower werden sagen, ach, das finde ich so toll, ich habe auch einen Pickel, guck mal, das fällt mir, mein Pickel fällt mir jetzt viel leichter. Weil ja, absolut. Wenn dem so ist, ich habe auch einen Pickel. Ich habe eine große Nase, das interessiert aber keinen, bis auf meinen Kopf interessiert das keinen Menschen. Der Thomas Gottschalk, der zerstört die Schienen eigentlich. Geil. Und die anderen so, was sollen wir drauf sagen? Oh Mann. Und ich, wenn ich da drin wäre im Publikum, hätte ich gesagt, Thomas, du hast vollkommen recht. Ich habe auch genauso eine große Nase wie du. Und man, früher hat man gesagt, daran kennt man, dass er ein Jude ist. Und er hat eine Fratze wie ein Jude. Was interessiert keine Sau, aber ey, ich habe es nochmal so gesagt. Geil. Lass dich da raus, Bastian. Ich höre dir zu, das ist... Ja, das ist sag mal, ich habe ja bei euch euren Wetteinsatz, den machen wir später, gell, wenn Shea da ist. Wenn du es vergisst, du wirst es vergessen. Ich werde auf keinen Fall vergessen, ich denke den ganzen Tag schon dran. Hoffentlich wird dieser Wetteinsatz fällig. Seit ich ihn kenne, wünsche ich mir den, weil ich das Lied nämlich sehr gerne mag. I got you, babe. Sorry. Ich sing das mit dir zusammen, okay? Du mit mir? Na, wir drin. Ich denke gar nicht dran. Okay. Nein. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Ich bin hier nur der Ansager. Helene, es gibt eine gute Nachricht. Am 25.12. im Weihnachtsprogramm gibt es die nächste Helene Fischer Show. Wir müssen ein paar Mal drauf verzichten. Ja, leider. Natürlich mit dabei. Genau. Absolut. Und noch viele natürlich. Ja, es ist meine Jubiläumsshow. Wir haben ganz tolle Gäste, wir haben uns viel einfallen lassen und viele internationale Stars, aber auch nationale. Schweiz und Österreich sind auch dabei, das heißt, die Eurovisionsmelodie wird ertönen, da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, wir haben, ich weiß nicht, Simple Minds, darüber würdest du dich wahrscheinlich freuen. Wenn du einschaltest, dann singen die und ich für dich. Künstler, Peter Maffay, Lena, ich hau jetzt mal einen Kopf raus, ja? Okay, eine große Show. Ja, Helene. Also, am 25.12. 20.15 Uhr aus Düsseldorf. Ja. SRF 1, ORF 2 ist dabei natürlich auch. Schweiz und Österreich haben wir gesagt. Natürlich ist klar. Mhm. ORF und SRF sind dabei. Genau. Ja, ich freue mich sehr. Krass, mir bloß nichts von meiner Bank hier ab. Warst du mal in der Helene Fischer Show? Absolut. Wir haben sogar schon zusammen in der Helene Fischer Show auch gesungen. Du singst mit jedem, oder? Echt du, ich hatte sie alle. Privatleben. Ja. Wie ist denn der Unterschied zwischen euch beiden? Wenn man sein Privatleben im Netz mehr oder weniger auslebt, hat man ja sein Recht auf Privatheit verloren. Man gibt es ja freiwillig auf. Das stimmt nicht, diese Aussage von Herrn Gottschalk. Man gibt nie ein Privatleben auf. Man hat immer ein Privatleben, wenn man das halt eben ernst nimmt und das richtig halt durchzieht, dann hat man immer ein Privatleben. Aber viele Leute verkaufen ihr Privatleben, weil sie durch die Öffentlichkeit, durch Medien eben Geld bekommen und die Bouvelard, Zeitungen, ja, wenn man es ausspricht, wissen das, was das Geld kostet, die Bilder, und die verkaufen halt die Bilder und die Schauspielerinnen, Sängerinnen und etc. und so weiter, die haben halt, die profitieren halt davon. Das wird halt wieder nicht erwähnt, das ist wieder mal die Gesellschaft, die Luciferianer, die diese Lüge, diese Wahrheit nicht erwähnen, die ich sage, und diese Lüge, in dem, dass die aufrechterhalten, dass die alles Medien machen dürfen umsonst und kein Geld für die Lizenzen zahlen. Also generell, wenn man eine Schauspielerin fotografieren macht, dann muss man froh sein, dass man das Foto machen darf. Ich habe das nie erlebt, weil ich ja kein... ich bin Jude, bei mir ist nur Hashem das Oberste und ich brauche keine Fotos von anderen. Deswegen habe ich in meinem Zimmer auch keine Fotos und so, weil ich sag mir, ich, das einzige Foto, was ich habe, oder ist halt die Tanach und that's the life. Aber für alle anderen Menschen weiß ich, ich war auf Messen mit Leuten und die haben berühmte oder Persönlichkeiten, also etwas Persönlichkeiten, ich glaube A-Promis waren auch da. Und die haben dann Fotos gemacht und die durften nur Fotos unter gewissen Bedingungen machen,
so einfach durften sie da nicht knipsen. Zumal damals, was ich mich noch erinnern kann. Und bei den Medien weiß ich, die durften nicht knipsen. Die durften nur knipsen, ja, aber dann muss das alles noch in der Redaktion wegen gelten Lizenzen gemacht werden. Ne? Also so einfach ist das nicht. Aber du kämpfst noch ein bisschen. Du, ich versuche, ich habe das von Anfang an so gehandhabt. Ich habe mein Privatleben wirklich außen vor gelassen und ich werde meinen Weg auch trotzdem weiterhin so gehen. Trotzdem lerne ich jetzt auch gerade. Tatsächlich fühle ich mich manchmal schon echt alt, weil ich Social Media, das ist mir alles TikTok und dieses ganze Mysterium ist mir wirklich, zu schnell. Ja, ich weiß. Ja. Und ich lerne jetzt gerade und habe mich aber definitiv ja, also ich bin wissbegierig und logischerweise habe ich mich dem ja auch geöffnet. Deswegen habe ich gesagt, hey, why not? Das ist doch mega, jetzt so ein Duett aufzunehmen. Und deswegen heißt nicht, dass ich meinen Pfad verlasse, aber ich werde definitiv... Du kannst doch gleich erzählen, dass du wieder schwanger bist, wenn du möchtest. Du, das hast du das letzte Mal ganz toll. Aber okay, da war es ja offensichtlich. Aber jetzt ist noch alles fein. Also wir haben zumindest gelernt, Helene Fischer ist im Moment nicht schwanger. Können wir das so weitergeben? Könnt ihr, ja. Thomas Gottschalk, geil. Das macht ihn immer aus, ne? Diese frechen, man könnte sagen, frechen Kommentare, das macht ihn aus, ja. Das macht Thomas, das mag ich. Kann jeder schreiben. Es tut es langweilig, aber könnt ihr schreiben. Dann darf ich euch die nächste Wette präsentieren. Die spielt nämlich ihr beide. Ich hätte ja früher in meiner krausen Denkart, Simple Mind, wie du richtig gesagt hast, hätte ich gesagt, es gibt eine Gabelstapler-Fahrer, die Fans von Helene Fischer sind und es gibt mir TikTok-Fans, die Fans von Shirin sind, aber inzwischen reden wir über Gabelstapler-Fahrerinnen, Gabelstapler-Fahrerinnen. Ich begrüße ganz herzlich Antonia und Michelle aus Aschaffenburg. Also das heißt immer noch eigentlich Gabelstapler-Fahrer und Fahrerinnen. Das ist immer so geheißen, ich habe keine Ahnung, warum die Menschen zu meiner Zeit in den 90er Jahren, aber auch in den 80er zu meiner Zeit nicht das Gefühl hatten, dass man Fahrerinnen angesprochen hat, weil ich habe das immer gemacht, schon als Baby, schon als Kind, weil ich konnte nicht sagen, das ist ein Maurer, wenn das eine Frau war. Und deswegen fand es immer so lustig, dass die Frauen, wenn ich dann Praktikum hatte, so mich gemocht hatten. So, was habe ich denn gemacht? Und dann sagt mir die Maurerin, ja, du bist der Einzige hier, der Praktikum macht und du nennst mich Maurerin. Und das ist Freudentränen für die Frau gewesen, ne? Junge Frau. Aber älter wie ich zu damaligen Zeit nicht so krass. Also das ist doch normal, ich kann sie doch nicht Maurerin nennen, sie sind doch eine Frau. Das wäre doch unlogisch. Unabhängig, ob das beleidigend oder nicht, das wäre unlogisch. Da würde ich ja gegen das Universum kämpfen. Und die schaut mich so an und sagt, wow. Da war ich gerade mal 13. Ne? Also, ja, wir Juden sind super schlau halt eben. Ne? Keine Ahnung. Das ist normal für mich. Ich verstehe es einfach nicht, was die mit diesem Begriff haben. Es ist normal, dass eine Schneiderin ist. Und ein Schneider ist. Und ein Tischler ist ein Tischler und wenn es eine Frau ist, ist es eine Tischlerin. Leute, sorry, aber... oh Mann. Lernt richtig die Sprache und Logik und dann braucht man auch nicht diesen Quatsch, diesen verrückten Scheiß mit den Gender-Ideologien und Propaganda. Also wirklich. So, das war's auch schon. Wenn wir sagen, das war's auch schon fast. Oder haben wir da irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Schreibst du es in die Kommentare rein, weil ich weiß es nicht. Möchtest du das? Ja. Ganz egal. Ja. Auf jeden Fall müssen die Sätze drin sein. Ich wiederhole sie noch ab. Ja, also gut. Achso, ja. Thomas Gottschalk hat noch am Schluss verabschiedet er sich. Okay. Schauen wir mal am Schluss, was Thomas Gottschalk noch sagt und ob es stimmt, was er sagt. Ich freue mich auf alles das, was kommt. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist
problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart, und die sagen, die können beide nicht mehr laufen, und insofern wäre es sinnlos, wenn man... Oh, geil. Ja, geil. Mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter... Naja, also das stimmt ja nicht ganz, lieber Herr Gottschalk. Solange Sie halt die Zuaussage nicht immer dieses Schibataki-Banier machen, ist das das Problem. Dann wird natürlich Sie gecancelt werden. Aber wenn Sie so knallhart sind wie ich, dann werden Sie auch nicht gecancelt. Außer Share Level 3 Ban von YouTube. Aber hey! Ich kann mich nicht ändern. Ich sollte keiner einfach sich einfach ändern. Und ja, die Leute sich halt den Arsch kriechen machen, und der Chef dann, oh, ich werde dich kündigen, wenn du nicht dann Gender mit Sternchen, ja gut, dann machen sie doch, die Kündigung. Ja, man muss halt dazu stehen, und dann sagt der Chef, oh, du stehst dazu, oh, feiner Kerl, ich kündige dich doch nicht. Also, aber die meisten Leute sind halt eben Feiglinge, und dann ist das halt so. Ne? Kein Lehrer, ich habe Lehrer getroffen, ich habe Schüler getroffen, kein Lehrer verlangt zu gendern oder dies so zu machen oder das so zu reden. Es verlangt keiner. Ja? Also ich habe keinen gesehen, der so jetzt das verlangt. Vielleicht deswegen, weil die wissen, dass ich Jude bin und sagen, oh, Es müsste nicht heißen, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Aber wenn er kommt, nein. Es müsste heißen, wer hat Angst vor dem Juden? Aber wenn er kommt, dann laufen wir davon. Oder wer hat Angst vor einem Polacken? Die klauen immer. Niemand, aber wenn er kommt, dann laufen wir weg. Jetzt kann ich mehr. Geil. Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum. Ach, Thomas, natürlich, danke, danke. Und dann machst du gar nichts mehr, genau, du hast vollkommen recht. Wenn ich meine Mille nicht bekomme, mache ich gar nichts mehr. So, meine Damen und Herren, das war es aber auch schon. Aber wirklich, jetzt sind wir über die Zeit. Ja, fast über die Zeit. Sollte unter eine Stunde sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Wetten, das analysiert. Schienen auch inklusive analysiert. Es sollte durch, aber ganz ehrlich, von 3 Stunden haben wir weniger als eine Stunde geschafft. Mein Fazit ist, haben Sie auch gerade erlebt, es ist nicht so, wie die allen YouTuber behaupten und wieder Clickbait machen. Lassen Sie sich nicht verarschen von... den ganzen Videos, wann er analysiert wird, oder Peter Fram analysiert oder sonstiges analysiert wird, das ist alles nur Clickbait, okay? Ich weiß nicht, Peter Fram, ob der das jetzt wieder mit zerstört analysiert, müsste ich mir anschauen, aber viele andere analysieren und sagen, dass das alles, dass die zerstört, dass die Thomas Gottschalk zerstört oder so, alles Quatsch, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, Wetten, das, schade, nicht mehr mit Thomas Gottschalk, aber ist auch nicht so schlimm, die Welt geht trotzdem weiter nach vorne, es kommt ein neuer vielleicht wird da eine andere Sendung gemacht, also jetzt auch nicht so wild, und mit den Behauptungen, dass man nichts sagen darf oder Cancel Culture, ist alles Quatsch. Ja, also wir müssen dazu stehen, und wenn sie zu etwas stehen, dann ist es unangenehm, und wenn es unangenehm ist für viele Leute, dann werden sie natürlich angegriffen mit Worten hoffentlich, und dann kann man sich auch wehren. Ja, wenn sie dann mit Worten angegriffen werden und dadurch diskreditiert in ihrer Arbeit werden, dann müssen sie sich wehren, ganz klar wie immer, aber dann müssen sie auch zu dem, was sie sagen, stehen. Und da muss man stark sein, und das sind die meisten nicht. Ja, ich kann, wie gesagt, ich wünschte, ich könnte meine Energie, meine Aura, meine Erlebnisse von der höheren Stufe oder manchmal zu sagen auch Himmelreich. Ja, wir in der Kabbala haben auch das drin mit Himmelreich und 72 Engel, auch wenn Orthodoxe darüber, Rabbiner, ungern reden, aber es ist drin.
Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wünschte, ich könnte denn die Macht übertragen, dann würden alle Menschen Weltfrieden, dann gibt es auch keinen Putin-Kriegsverbrecher, aber so ist das, ich kann es leider nicht. Und von daher finde ich schade, dass ich diese Fähigkeit nicht habe, ihnen diese Macht zu übertragen, weil dann würden sie wirklich positiv reingehen und selbst die größten Arschlöcher mit den größten Arschlöchern in den meisten Fällen zurechtkommen, in den meisten Fällen. Aber man würde kein Selbstmord machen, es würde so viel Gutes auf der Welt geben und nicht so viel Schlechtes würde man in sich tragen, ne? Negative Gedanken und so, wenn sie in sich nicht tragen, also wirklich. Ja, einfach mal am besten mich abonnieren, Schulungen buchen, ich mache auch nebenbei Schulungen, positives Denken, ne? Die gibt es tatsächlich umsonst. Werden andere Geld dafür verlangen, laden Sie mich in eine Schule ein, oder in einen Betrieb, ist alles umsonst, wird mit Spenden gemacht, wenn die Schulung Ihnen gefallen hat unter Ihren Arbeitnehmern oder den Sponsoren. Ich kann auch schulen, wie man sich als Chef verhalten soll, wie man positiv den Arbeitnehmer, also den Arbeiter, also Mitarbeiter bestrafen tut, positiv bestrafen tut, dass er sogar immer pünktlich kommt. Und nie krank wird, wirklich, da gibt es einen Trick, ohne zu schimpfen, ohne Abmahnung, wie geht das? Einfach mich anschreiben und dann kann ich die Tricks verraten. Ich habe das alles ausprobiert, es hat wunderbar funktioniert, es ist so krass, es funktioniert wirklich so gut, dass ich selbst von mir Angst bekommen habe und diese Tricks eigentlich für mich behalten habe. Aber ausnahmsweise werde ich es verraten, ja, so gut funktionieren diese Tricks. Und sie haben wirklich ein Mitarbeiter, der niemals zu spät mehr kommt, der übernachten tut in ihrer Arbeit, so glücklich wird er sein und das können Sie mit mir erreichen. Ja, das war's auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Ne?